Die Fabrik der Zukunft steht vor besonderen Herausforderungen. Sie muss wandlungsfähig sein und sich dabei schnell an neue Technologien und Prozesse anpassen. Gleichzeitig soll sie aber auch kostengünstig und nachhaltig sein und vor allem zuverlässig Produkte herstellen können. Herausforderungen, die Promovierende der Graduate School of Excellence Advanced Manufacturing Engineering in Stuttgart in der Lernfabrik nachstellen können. Diese Fabrik ist Ausbildungselement und Forschungsgegenstand zugleich. So ist das Schreibtischset auf den ersten Blick kein kompliziertes Produkt. Und doch sind viele Arbeitsschritte nötig, um aus dem Ausgangsmaterial am Ende eine kundenspezifische Variante herzustellen. Die zentrale Frage für die Promovierenden ist, wo kann man ansetzen und verbessern? Dabei suchen sie sowohl in der realen Fabrik als auch auf deren digitalem Abbild nach Antworten. Die Herausforderung, um die Kopplung zwischen der digitalen Fabrik und realen Produktion zu erreichen, liegt darin, dass die meisten Informationssysteme sehr heterogene Insellösungen sind. Und das passiert hier in der Lernfabrik, also sowohl hier als auch in Unternehmen. Deshalb müssen wir eine Integrationsplattform entwickeln, um die verschiedenen Systeme zu verknüpfen. In der Lernfabrik wird nach optimalen Produktionsprozessen gesucht. Bei dieser Maschine ist die Steuerungstechnik der Knackpunkt. Veränderte Prozesse führen zu neuen Anforderungen, die eine erneute Konfiguration der Maschine notwendig machen. Wie beispielsweise bei dieser Maschine, die aus einer Vielzahl von intelligenten Komponenten aufgebaut ist. Der Doktorand Michael Abel arbeitet an einem Konzept zur Selbstkonfiguration der Maschinensteuerung nach dem Prinzip Plug and Produce. Der zentrale Punkt bei mir ist, dass die Komponenten, wenn man die Maschine zum ersten Mal in Betrieb nimmt, untereinander in Kontakt treten, kommunizieren und sich die Möglichkeit schaffen, selbst zu konfigurieren. Das Konzept ist für viele Maschinen anwendbar und entspricht damit den Anforderungen einer variantenreichen Produktion. Die digitale Fabrik und die Steuerungstechnik sind gute Beispiele für die Graduiertenschule. Das Ziel ist es, die Promovierenden auf eine Zukunft vorzubereiten, in der ihre Fähigkeiten besonders gefordert sind, sich schnell und effizient auf neue Situationen einzustellen und Komplexität zu beherrschen. Das qualifiziert die Nachwuchskräfte für Führungsaufgaben in Wissenschaft und Wirtschaft gleichermaßen. Deswegen haben wir uns entschieden, hier mal einen neuen Weg für Graduiertenschulen, wirklich neuartigen Weg zu gehen, indem wir ihnen erlauben, die Hälfte ihrer Zeit in Wirtschaftsunternehmen, in Themengebieten zu arbeiten, die auch für die Wirtschaft relevant sind, um damit also ihre persönliche Karriere und ihren persönlichen Weg später mal in Führungsfunktionen der Unternehmen vorbereiten zu können. Optimal muss der Laserstrahl hier schneiden und das bei möglichst vielen unterschiedlichen Materialien. Dieses Projekt ist ein Beispiel für die Kooperation zwischen der Graduiertenschule und der Industrie. Der Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf profitiert von der Zusammenarbeit, weil viele sich so über einen längeren Zeitraum einem Thema widmen können. Normalerweise müssen wir Produkte entwickeln. Da geht es im Fließbandtakt. Alle ein Jahr, alle zwei Jahre müssen neue Produkte an den Markt. Und da wird die Grundlagenarbeit bleibt oft auf der Strecke. Und so eine Promotion ist für uns wie ein Schutzraum um dieses Grundlagenthema. Der Herr Schindhelm wird nicht für eine Produktentwicklung abgezogen, er kann an diesem Thema intensiv dran arbeiten. Und wir gewinnen damit Verständnis über den Prozess und können aus dem Verständnis heraus dann unsere Prozesse, unsere Maschinen besser machen. Eine hohe Schnittqualität bei möglichst vielen unterschiedlichen Materialien. Das ist das Ziel dieses Projekts. Ein eigens entworfenes Messsystem sowie Aufnahmen mit Hochgeschwindigkeitskameras sollen helfen, die optimalen Einstellungen für den Schnitt zu finden. Moderne Maschinen und Systemabläufe. Die Promovierenden der Graduiertenschule beschäftigen sich mit allen Aspekten, die für produzierende Unternehmen relevant sind, um in der globalisierten Welt bestehen zu können. Deshalb sind unter den Promovierenden auch nicht nur Ingenieure und Informatiker, sondern auch Betriebswirte wie Frauke Goll. Die Doktorandin entwickelt in ihrer Arbeit ein neues Modell für Führungspersonen. Ihre Forderung: Führungskräfte müssen gesellschaftliche und ökologische Entwicklungen mit einbeziehen. Überzeugungen und Emotionen sind für Unternehmen von besonderer Bedeutung, denn sie beeinflussen ganz entscheidend im Unternehmen den Mitarbeiter in seinen Leistungen oder auch extern
vor dem Kunden beispielsweise über die Kaufentscheidung. Denn das Image oder auch der symbolische Wert ist sehr kaufentscheidend für die Kunden. Ob simulierte Produktionsabläufe, Anpassung von High-End-Maschinen oder auch emotionale Einflüsse. All das sind Themen, denen sich Unternehmen in Zukunft stellen müssen. Die Promovierenden der GSAME sind darauf sehr gut vorbereitet.